Hallo Piloten, hier ist wieder euer Jack, der X-Plane-Pilot. Vielen, vielen Dank für euren Support des letzten Videos, denn das hat euch ja sehr gut gefallen mit dem freien Sprechen. Ich bleibe am Ball, zieh weiter durch. Jetzt erwartet euch neue X-Plane 11 News. Los geht's mit der Fahrt. Wir fahren wieder. Sagt euch der Name Enrico Del Bono was? Denn dieser junge Mann ist kein Unbekannter aus der X-Plane 11-Szene. Er hat den FS Enhancer ins Leben gerufen und hat jetzt ein neues Projekt gestartet. Und zwar gibt es für die ZIPO-Mod 737-800 neue PBR-Texturen. Doch was ist jetzt eigentlich PBR? PBR analysiert das Licht, was auf eine Oberfläche fällt, und sie verleiht mehr Tiefe bei Schatten. Somit erhöht sie das Real-Asset-Gets-Feeling für unseren geliebten X-Plane 11. Beachtet bitte, dass die PBR-Effekte mit den Texturen nur für die 2K-Variante für die ZIPO funktioniert. Wer kennt ihn nicht? Ein Must-Have-Plugin für unseren X-Plane 11. Der X-Organizer ist jetzt auf die Version 2.0 angehoben worden. Der Entwickler MH1212 hat den X-Organizer 1.3 abgelöst mit der neuen Version 2.0. Auf euch wartet ein komplett neu programmierter X-Organizer mit verbesserter Performance, neue Scan-Funktionen nach Fehlerheften, Links und Verknüpfung und dabei ein übersichtliches Layout des X-Organizers 2.0. Darüber hinaus gibt es eine neue Offline-Kartenfunktion, die in dem X-Organizer 2.0 angezeigt wird. Wie ist denn eure Meinung zu den beiden X-Plane 11 Add-ons? Schreibt dazu bitte mal eure Antworten in die Kommentare. Das soll es wieder gewesen sein für heute. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video teilt. Vielen Dank für euren Support. Psst! Achtung, liebe Community, nächste Woche wird es wieder einen fetten X-Plane 11 Livestream geben. Mehr Infos gibt es von mir. Danke, haut raus, ich bin raus, euer X-Plane-Pilot Jackie.